zweimal die Scharniere. Zweimal. Zick. Schief? Ja. Kleiderschrank ist das teuerste, dieses Spiel. Jetzt nur noch Regal 4 und das war 4. Siehst du, ich habe einen ganz unkomplizierten Kleiderschrank gewählt. Nur Korpus, Tür, zwei Kleiderschlangen. Zwei Kleiderschlangen. Ich kenne ihn. Mein Auge zuckt die ganze Zeit. Ich fühle mich wie so ein Psycho, so kurz vorm Nervenzusammenbruch. Ohne Tag geht es ohne. Oh. Yay. Du, warte, hab ich gesehen. Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Wie im letzten Video angekündigt, nehme ich euch diese Woche mit, beziehungsweise die nächsten zwei, drei Wochen, so ein bisschen, wie ich Ordnung zu Hause schaffe. Und was ich eben lange machen wollte, ist erstmal mein Schlafzimmer. Und zwar haben wir hier einmal unseren Kleiderschrank und den hatten wir aus der alten Wohnung mitgenommen. Beziehungsweise in der alten Wohnung war der nur so groß. Dann haben wir den Korpus. Den hatten wir dann genau, das war Mediums Kleiderschrank. Die hat sich dann einen anderen geholt, einen kleineren, also einen niedrigeren. Dann hatten wir ihren Korpus genommen. Und ich habe hier eben nochmal den Platz für einen Korpus. Und den wollte ich mir die ganze Zeit holen. Und bin nicht dazu gekommen und habe bis jetzt so eine Kleiderstange benutzt, aber ich komme nicht mehr klar. Und das Ding ist, diese Türen, ich habe den Kleiderschrank so, glaube ich, mehr als 10 Jahre. Stimmt schon, 12 Jahre oder so. Und das sind die Birkeland-Türen, die gibt es nicht mehr. Man könnte eventuell hier und da, hatte ich mal bei den Kleinanzeigen gesehen, die noch finden. Aber dann ist es wiederum schwer mit den Griffen, weil dann andere Griffe dran waren, andere Löcher und so weiter. Naja, auf jeden Fall habe ich nochmal Spiegeltüren geholt und werde die einmal wechseln. Das heißt, hier werden die Spiegeltüren sein und die tausche ich hier mit dem Ende, dass man einfach an beiden Enden einmal eine Spiegeltür hat. So denke ich, sieht es optisch am besten aus. Das ist übrigens, nur das gehört mein Mann. Dem gehört eine Doppeltür. Der Rest gehört mir. Also bitte judged mich nicht. Verurteilt mich nicht. Aber ja, ich gehöre leider zu den Frauen, die ja ein bisschen viel Klamotten besitzen, beziehungsweise sich schwer von Sachen trennen können. Also normalerweise, ne, wenn man sich was Neues holt, sollte man aussortieren, was anderes und so weiter. Naja, wie gesagt, es hat sich viel angesammelt und ich kann Sachen schlecht so, ja, loswerden. Von daher, ich muss radikal aussortieren. Ich zeige euch gleich mein System. Ich bin echt nicht gut, was Kleiderschränke einräumen angeht. Bin ich echt nicht gut, aber ich versuche mein Bestes. Aber wenn ihr jetzt hier zum Beispiel mal reinguckt, hier normalerweise sollten hier nur meine langen Kleider hängen. Und ich habe hier zum Beispiel hier schon so Sachen, so Pullis, meine Sportsachen und sowas gequetscht. Also es ist alles, ja, sehr gequetscht, eben kein Platz. Das muss ich auf jeden Fall so machen, dass hier wirklich nur alles schön meine langen Kleider hängen. Hier unten habe ich auch noch so ein bisschen so Jogging-Sachen, so Hausklamotten. Ey, müsst ihr echt, wirklich, habt ihr das auch? Ich habe so meine eigenen Klamotten, die nur für zu Hause sind. Nur meine so Hausklamotten. Und dann hast du noch deine Pyjamas und dann hast du noch, hier ist zum Beispiel so Chaos mit Pullis. Ich weiß aber auch nicht. Das ist echt so ein bisschen unpraktisch, finde ich, diese Fächer. Ich hatte überlegt, da irgendwas zu holen, aber ich habe jetzt auch nichts gesehen. Naja, hier ist so eher eben so für Pullis. Aber ihr seht, wie das aussieht, ne? Man stopft dann alles so rein und dann sieht es so Schrott aus eben. Ja, dann hier auch das gleiche Chaos. Hier sind so meine kürzeren Oberteile und Hosen. Und die zwei Schubladen sind allein meine Kopftücher. Und zum Beispiel diese untere Schublade benutze ich gar nicht. Also ich muss wirklich hier radikal meine Kopftücher aussortieren. Also das ist eigentlich, die Schublade ist komplett sinnlos. Hier sind so eigentlich Haufen meiner, aber ihr seht auch so alles, ja, gequetscht. Deswegen muss ich hier auf jeden Fall Ordnung machen. Hier unten zum Beispiel sind so meine T-Shirts, auch total unpraktisch, komme da gar nicht ran. Deswegen habe ich mir hier den Korpus jetzt geholt, einfach nur mit zwei Kleiderstangen, wo ich nochmal eben meine T-Shirts und so weiter aufhängen kann. Also mehr die ganzen Oberteile, damit das nicht so zusammengelegt ist. Das ist so der Plan. Einmal den Kleiderschrank, dann werde ich einmal meine Gardinen wechseln. Ich habe mir hier, wie ich auch im Wohnzimmer, dieses Schieberollo nochmal geholt. Und dann wechsle ich, habe immer verschiedene so Schals, je nach Mut wechsle ich mal so die Farbe.
Deswegen, ja, hatte ich jetzt mal Lust, eben nur eine Jalousie und dann mache ich nur die Seitenschals. Den Teppich werden wir wechseln. Der ist hier, finde ich, ein bisschen riesig, ein bisschen dick. Den hatte ja auch Hikmet mal mitgebracht gehabt. Ich finde es ein bisschen gemütlicher, wenn man eben diesen Teppich unterm Bett hat, weil dann staubt es nicht so stark. Also es ist wirklich praktisch. Aber ich hatte ja, falls ihr euch erinnern könnt, den alten vom Wohnzimmer, diesen anderen gemusterten. Der ist ja ein bisschen dünner, ein bisschen kleiner. Ich werde den jetzt hier drunter legen. Also das wird nochmal eine Aktion, weil ich muss hier meinen LKW dann anheben. Ich nenne hier unser Bett, nenne ich unser LKW, weil es so riesig ist, aber es ist bequem. Dann hatten wir noch überlegt, wenn der Korpus hier steht, ist hier immer noch eine Lücke, die offen bleibt. Und wir müssen danach nochmal ausmessen. Wir waren uns nämlich nicht sicher, ob 35 oder 40 cm da genau übrig bleiben. Deswegen müssen wir gucken, wenn der Kleiderschrank steht, wie viel genau das ist. Weil ich würde mir dann nochmal so ein offenes Regal reinstellen. So vor allem, weil ich mittlerweile sehr viele Bücher habe. So Bücher oder auch so Tasche oder Schuhe zum Beispiel reinstellen. Dachte ich mir, ist ganz praktisch. Und dann ist auch die Lücke zu. Und wie gesagt, ja, vor allem so auch meine Bücher dahin zu packen. Ja, also das ist der Plan. Ich fange jetzt erstmal an, hier ein bisschen Ordnung zu machen. Ich muss hier noch meine Wäsche und so zusammenlegen. Guck da bitte nicht hin. Ja, ich mache erstmal das hier alles weg. Die Kleiderstange schiebe ich weg und dann kann Hikmet schon mal den Korpus aufbauen. Und dann, ja, geht's weiter. Der Korpus steht, der ist noch nicht ganz gerade, wie ihr seht. Die beiden Schränke müssen noch verbunden werden. Auf jeden Fall, schaut mal, das sieht doch viel, viel besser aus mit den Spiegeltüren an den Enden. Und ich habe jetzt ausgemessen, wir haben jetzt genau 42 cm, die hier noch übrig sind. Und da passt nämlich dieses Regal, was ich bei IKEA gesehen habe, weil das kann ich nämlich auch bis ganz nach oben machen. So habe ich das Ganze gemacht. Einfach nur zwei Kleiderstangen. Oben ein Regalboden. Ich schaue mal, wenn unten noch Platz ist, kann ich immer noch unten so diese Schublade mir da holen. Aber ich denke, mir reicht das so aus. Bevor ich mich an den ersten Schrank mache, hatte ich hier schon einen Korb mit Sachen zur Seite gepackt, die wegkommen. Mein Mann hat mir jetzt lauter Bananenkartons gebracht. Die benutzen wir auch, wenn wir auf den Flohmarkt gehen. Übrigens, falls ihr euch fragt, was ich so mit den Sachen mache. Als erstes schauen die Mädchen, ob die was haben wollen von meinen Sachen. Dann kriegt ganz viel immer meine Mama. Also die ist auch, wenn sie regelmäßig hier ist, kriegt sie auch immer was ab. Und ansonsten, ja, ich habe halt leider nicht so die Zeit, ja, die Sachen so online stellen zum Verkaufen. Deswegen meistens, ja, verkaufe ich die dann auch auf dem Flohmarkt. Und alles andere, was jetzt nicht verkauft wird oder so, dann wird auch gespendet. Von daher, es kommt natürlich nichts in den Müll. Und zu meiner Verteidigung, ja, übrigens, zum Beispiel hier auch dieses Kleid. Ich habe ja auch ab und zu Zusammenarbeiten mit unterschiedlichen, ja, Modemarken, vor allem mit türkischen. Und dadurch darf ich mir halt auch öfters Sachen bestellen. Und ja, so sammelt sich meistens eben auch nochmal zusätzlich viel an. Also hier nochmal zu meiner Verteidigung. Zum Beispiel auch dieses Kleid hatte ich bestellt. Weiß gar nicht, ob ich das abfotografiert hatte. Und dann, ja, habe ich keine Gelegenheit, das zu tragen. Und dann ist es halt auch schade. Und was soll ich damit machen? Und dann kommt es halt eben weg, ne? Auch wenn es schade ist. Aber ich muss jetzt auch ein bisschen radikal sein. Das auch zum Beispiel hatte ich auch von Modanisa bestellt. Ist eigentlich voll schön, so ein Sweaterkleid. Aber ich habe es mit der Größe übertrieben. Ist einfach viel zu groß. Und ja, zurückschicken brauche ich die Sachen halt auch nicht. Und dann ist es halt, ja, schade. Ist eben auch für die Mädels zu groß. Deswegen kommt das weg. Der Blazer hier, Madian. Meinst du, die Mädels wollen das vielleicht? Der ist eigentlich süß, ne? Okay, dann packe ich das zur Seite. Dann können sie sich das angucken. Ich fange jetzt mal mit der Seite an. Ich glaube, das geht am schnellsten. Hier einmal aussortieren und dass hier wirklich nur meine Kleider hängen. Hier sind ja auch noch ein paar kurze Sachen. Hier ist noch von den Jungs die Anzüge. Die haben hier eigentlich drin nichts zu suchen. Die können wieder in den Schrank von den Jungs. Erstmal diesen Stapel hier weg. Da muss ich mir nämlich einen neuen Platz überlegen, wo nur meine Sportklamotten reinkommen. Weil das ist hier auch echt unpraktisch. Genau, hier sind auch noch so Oberteile. Das kann eigentlich drüben in den Schrank auf dem Kleiderbügel. So, das muss ich mal anprobieren. Das ist jetzt Blazer mit Hose. Das hat mir so gefallen. Das ist auch so, ey, blöd, ne? Sag mir mal, ob ihr so seid. Manchmal, wenn ich etwas finde, was mir so gut gefällt, dann will ich das gleich in anderen Farben auch haben. War zum Beispiel bei diesem Anzug so. Weil das ist so ein schöner, langer Blazer mit der passenden Hose. Und das habe ich in zwei Farben. Also definitiv
werde ich mich jetzt zwingen, mich wenigstens von einem davon zu verabschieden. Mein Nähkästchen, das packe ich dann woanders hin. Da, guck mal, ich habe schon hier alles so aufeinander gehangen. So. Leute, ich weiß jetzt ganz genau, warum ich das so lange hinter mich hergeschoben habe. Ja, weil das macht echt keinen Spaß. Ich bin jetzt schon seit 2 Stunden nur damit hier, glaube ich, beschäftigt, habe ich das Gefühl jetzt. Ich habe jetzt mittlerweile ja fast 2 Kartons voll. Doch, ich habe eigentlich viel rausgemacht, aber es sieht immer noch so voll aus. Aber wenn man guckt jetzt, hier ist Platz. Ne? Davor war da wirklich, ich konnte gar nicht hier aufmachen. Ich habe jetzt nochmal so sortiert, dass es so anfängt mit Kleidern, so ein bisschen schönere Kleider. Dann geht es rüber zu Abayas. Genau, hier sind nochmal noch Kleider. Dann geht es so rüber zu Abayas. So. Und dann geht es rüber so zu Basics und Unterkleidern. So, hier sind auch so die ärmellosen dann Unterkleider. So, und dann kommt so ein bisschen so Tunikas, bisschen längere, sage ich jetzt mal. So, und dann bis hin zu meine Strickkleider, die dicken. Habe ich das jetzt so sortiert, dass hier wirklich nur die komplett langen Sachen sind. So bügelmäßig habe ich es jetzt auch versucht so zu sortieren. Es sind jetzt nicht zwar alle nicht gleich, aber die sind hier ganz gut, weil die haben diesen Samtbezug. Da rutschen jetzt die Pullikleider nicht runter. Deswegen habe ich die jetzt so gelassen. Dann hatte ich solche hier. Da habe ich jetzt ein paar so gelassen. Normalerweise wäre jetzt besser, wenn ich alle so da wechsle. Aber das ist jetzt eigentlich egal. Ich kaufe halt immer gern so diese dünnen von Ikea. Damals hatte ich mir so diese Holzkleiderbügel und so, aber die sind schwer und breit. Also so eine dünne sind immer besser. Wobei bei denen manchmal so bestimmte Sachen eben runterrutschen auch nicht so praktisch ist. Eigentlich sind die ganz gut, aber die mache ich auch oft kaputt. Die sind so ein bisschen sehr dünn, dass die manchmal, wenn man was runternimmt, dann brechen die sehr schnell. Ich hatte jetzt so ein bisschen so eher die Hoffnung, dass es noch ein bisschen leerer wird. Aber ja, den Rest kann ich nicht. Also das ist jetzt zum Beispiel ein Kleid, hängt jetzt das von Medium, aber weil das jetzt hier in den Kleiderschrank besser passt, hängt es hier. Ansonsten sind das so Kleider. Normalerweise, man sollte ja so sagen, ne, wenn man ein Teil länger als ein halbes Jahr oder sagen wir mal ein Jahr nicht getragen hat, dass man das dann wegmacht. Aber ich kann das nicht, weil ich weiß zum Beispiel hier, das habe ich schon ein paar Jahre, aber ich weiß, dass es total süß ist. Natürlich, das ist so gelöchert. Hatte ich mal vor wirklich 5 Jahren oder so, vielleicht 6 Jahren oder so gekauft von H&M. Aber das ist schon so was Besonderes. Ich finde das schon richtig schön für Sommer. Mit einem Unterkleid, locker, schön. Dann hatte ich zum Beispiel diese, falls ihr euch erinnern könnt und regelmäßig die Videos schaut, bei in der Türkei gekauft gehabt. So Leinenkleider, die waren auch nicht günstig. Aber irgendwie habe ich die, ich weiß nicht, warum ich die nicht getragen habe. Ich glaube, hier ein bisschen die Farbe. Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr schön. Deswegen, ich werde mich zwingen, diesen Sommer das zu tragen. Und wenn ich es dann wirklich nicht angezogen habe, das habe ich mir jetzt vorgenommen, dann mache ich es wirklich weg. So, das war jetzt mein Plan. Ja, genau. Diese Kleidchen weiß ich, dass ich das im Sommer so trage. Das auch. Ich habe das im Sale gekauft, weil ich fand den Schnitt so schön. Aber die Farbe, ich weiß nicht, was ich... Ja, ich glaube, wir Frauen haben typisch Fehlkäufe, oder? Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Der Schnitt ist total süß. Es waren auch vor allem die Ärmel hatten mir... Oh mein Gott, hier im Video sieht es ja noch schlimmer aus als in echt. Oh mein Gott, in dem Video sieht das ja richtig schlimm aus. Die Ärmel, ich fand das so süß. Aber die Farbe ist doch, glaube ich, ein bisschen zu viel für mich. Aber ich finde das voll süß, das Kleid. Meint ihr, ich werde das irgendwann mal anziehen? Ich dachte so für irgendeinen besonderen Anlass, wenn irgendwie eine Verlobung oder irgendwas ansteht, dann kann ich es halt anziehen. Aber ich bin mir nicht sicher. Deswegen, ich gebe dem noch eine Chance. Ich lasse es noch ein bisschen im Kleiderschrank hängen und dann werde ich sehen. So, die Männer waren gerade hier, also mein Mann und sein Kollege, und haben nochmal den Schrank ausgerichtet, miteinander verbunden. Jetzt ist da alles gerade. Hier auch nochmal die Spiegeltüren, die waren nämlich nicht ganz, da war so eine große Lücke. Nochmal alles eingestellt und montiert. Ich habe jetzt gerade hier von ganz oben einmal leer gemacht. Mein Gott, ey, dass das alles da drinne war. Mann, das muss ich hier auch nochmal einmal aussortieren. Hier, oh mein Gott, das ist von meinen alten Zeiten. Wusstet ihr, ich war vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren, war ich eine Mary Kay Vertreiberin. Ja, das waren Zeiten. Auf jeden Fall habe ich das immer noch. Das ist richtig praktisch, wenn man auf Reisen ist, weil das kann man sich so einfach im Bad hinhängen
Und dann kann man hier so seine Kosmetika reinmachen. Ich glaube, bei einer ist mir der Reißverschluss schon kaputt gegangen. Aber gut. So, also das bleibt. Because that's good. Dann habe ich hier auch mein Make-up-Täschchen. Ich habe nämlich auch eine Zeit lang andere geschminkt, so Bräute und so weiter. Und hatte dementsprechend hier so eine, ja, Make-up-Tasche. Die kommt weg. Ach, hier ist noch ein Carmex. Sherry, lass mich. Hat man nicht alles so in seinen Taschen findet. Nur kein Geld. Oh, da habe ich aber gut aussortiert. Sü. So. Oh, meine Knie. Ja, ich kann nichts dafür, dass meine Knie knutschen. Okay, so, ich rufe jetzt einmal die Mädels, die sollen sich mal die Taschen angucken. Und hier noch die paar Klamotten, die ich hingelegt habe. Mir fehlt jetzt hier nur noch die untere Schublade mit den ganzen Jogginghosen. Da brauche ich euch nicht zeigen, alle so eine Jogginghosen, Strickhosen und so, was ich zu Hause trage. Und dann bin ich hier so weit durch. Guck mal, ich komme hier auch gut ran. Oh, das ist immer so eine Erleichterung, ne? Fühlt ihr euch auch so, wenn ihr etwas gemacht habt? Dann fühlt ihr euch so erleichtert. Tag Nummer 3. Ihr wisst gar nicht, was ich gerade für eine Aktion gemacht habe. Ich war übrigens morgens beim Sport um 9 Uhr und dann bin ich direkt vom Sport zu Ikea gefahren, habe das Billy-Regal geholt, was ja jetzt noch in die Lücke kommt. Und oh mein Gott, das war eine Aktion. Dieses Paket war so schwer. Das ist ja 2 Meter lang plus nochmal Aufsatz. Und ich konnte das nicht anheben und in mein normales Auto reinmachen, weil ich das über die Sitze machen musste. Und dann habe ich alles ausgepackt und die einzelnen Bretter so reingeschoben. Och, das war eine Aktion. Und ich zeige euch einmal, ich habe schon relativ viel aussortiert. Vor allem, guck mal, hier sind 2 Kisten nur mit Jeanshosen. Ich habe so radikal, mein Gott, wie kann man so viele Jeanshosen haben? Keine Ahnung, wie viel das ist, aber ihr seht, es sind 2 Kisten nur mit Jeanshosen. Die Mädels gucken da nochmal durch. Ich habe nur 6 Jeanshosen behalten. Reicht? Reicht? So viel braucht kein Mensch. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Bitte, nehmt euch das nicht als Beispiel. Das ist nicht normal. Ich zeige euch gleich. Pullis haben die Mädels richtig viele von mir genommen. Da bin ich richtig happy. Da haben die richtig zugeschlagen. Sonst wären es hier nochmal 3 Kisten noch mehr. Aber ich bin immer noch nicht fertig. Ich zeige euch mal den Zwischenstand. Hikmet baut gleich das Billy-Regal auf. Dann haben wir noch die Lücke zu. Also, hier bin ich noch nicht fertig, aber ihr seht, weil hier waren ja die ganzen Hosen. Jetzt habe ich hier nämlich Platz, aber wegen der Scharniere war jetzt ein bisschen schwer, ob eine Schublade, also so eine, diese feste Schublade hätte jetzt nicht gepasst. Mit Korb waren wir uns auch nicht sicher. Deswegen habe ich 2 so eine anderen Elemente genommen, wo man so Gürtel und Schmuck und so weiter macht. Also diese Seite muss ich noch machen. Und dann, also ich habe bis gestern noch Mitternacht hier dran gesessen. Ich habe jetzt hier meine ganzen Pullis, die normalen, also so Strickpullis, hier aufgehangen und meine Blazer. So, und es ist immer noch viel, aber es ist okay. Also ich habe mein Bestes getan. Ich habe mein Bestes getan, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe ein schlechtes Gewissen bekommen, als ich angefangen habe auszusortieren. Dass es wirklich nicht normal ist, dass es so viel ist. Obwohl ich so gut aussortiert habe, ist das immer noch viel. Also es ist. Aber das war jetzt wirklich perfekt, dass ich das so gemacht habe mit den 2 Kleiderstangen. Weil das ist jetzt für mich hier ideal. Ich komme hier an meine Hosen. Ich sehe meine Hosen. Hier habe ich meine ganzen so breiten, eleganten Hosen, nenne ich mal. Anzugshosen und so weiter. Dann habe ich hier so ein bisschen meine Leinen- und Sommerhosen. Hier eben die. Das ist jetzt, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh, okay, 7 Jeanshosen habe ich behalten. Und hier sind meine Röcke. Also hier, das ist wirklich richtig perfekt, weil jetzt finde ich meine Hosen. Ich habe auch, ey, guck mal hier, warte mal. Ich habe auch geguckt, guck mal, das sind alles hier schwarze Hosen. Ich dachte mir so, ey, das ist doch nicht normal, dass man so viele schwarze Hosen hat. Aber gut, das ist halt eine Lederhose. Dann hast du Leinenhose, dann hast du Baumwoll, also das ist, aber okay, ich habe trotzdem, ich habe trotzdem, glaube ich, 2, 3 schwarze Hosen weggemacht. Also ich habe alles nochmal anprobiert und wirklich geguckt, ob ich die behalte. Ich kaufe nichts mehr. Ich kaufe nicht mehr ein. Habe ich mir vorgenommen. Ich habe alles. Aber kennt ihr das Problem, dass wenn ihr keine Ordnung im Kleiderschrank habt, dann denkt ihr, ihr habt nichts zum Anziehen, weil ihr die Sachen nicht seht. Das ist mir jetzt so aufgefallen, dass ich voll viele Sachen, auch gerade bei den Pullis, ne, weil die da hinten da gefallen sind oder eben hinten Stapel waren, wo ich dachte, ah,
das war, welcher war denn das, das hier? Da dachte ich so, oh, das war links letztes Jahr mein Lieblingspulli. Ich habe den voll vergessen, weil der da hinten versteckt war. Ne, also das muss man schon seine Sachen gut sehen, damit man dann auch besser weiß, dass man auch was zum Anziehen hat. So, hier haben wir jetzt die Lücke. Hier kommt jetzt schön das Billy-Regal rein. Das kann Hikmet jetzt noch aufbauen und diese Schubladendinger. Und dann muss ich heute fertig werden, weil die Kinder kommen dann, dann muss ich Essen machen, dann muss ich Brot backen, ne? Dann kommt immer alles dazwischen und dann schafft man das nicht. Obwohl, wie gesagt, so viele Stunden hat das gedauert, auszusortieren, zu überlegen, wo mache ich was rein. Ich muss heute fertig werden und morgen nochmal alles schön putzen. Während ich hier mit meinem Kleiderschrank beschäftigt bin, sind die Kinder fleißig am Lernen und brauchen Gott sei Dank meine Hilfe nicht mehr. Und zwar dank Sofatutor. Falls ihr unsere Videos regelmäßig guckt, wisst ihr, dass unsere Kids schon seit mehreren Jahren, schon seit der Grundschule, Sofatutor nutzen. Und das können wir euch zu 100% empfehlen. Einerseits, um ja, uns Eltern zu entlasten, denn man hat nicht immer Zeit, seinen Kindern bei den Hausaufgaben oder beim Lernen zu helfen. Und andererseits, ja, desto höher die Klasse geht, desto schwerer werden auch die Aufgaben, wo wir auch als Eltern dann anfangen zu strugglen, wie wir ihnen helfen sollen. Deswegen ist Sofatutor die ideale Lösung. Sofatutor ist nämlich eine Lernplattform für Schüler von der 1. bis zur 13. Klasse. Alle Inhalte wurden von Lehrkräften und Fachexperten erstellt und sind passend für die Lernpläne aller deutschen Bundesländer. Mit den mehr als 12.000 Lernvideos lernen unsere Kinder am liebsten, denn die sind super schön animiert, machen Spaß, sich anzugucken, und im Anschluss kann man die interaktiven Übungen starten. Das Ganze geht natürlich auch offline. Ihr könnt den Kindern zum Beispiel Arbeitsblätter ausdrucken. Und falls die Kinder noch mehr Hilfe benötigen, gibt es sogar einen Hausaufgaben-Chat. Ihr könnt die Lernplattform entweder auf dem Handy, auf dem Tablet oder am Computer nutzen. Und für die ganz Kleinen ist Sofaheld super spielerisch und sehr schön animiert. Das heißt, sogar die Vorschulkinder können Sofaheld nutzen und schon mal spielerisch anfangen, sich für die Schule vorzubereiten, und nutzen somit auch ihre Handy- oder Tabletzeit sinnvoll. Ich habe euch in die Videobeschreibung einen Link gepackt. Mit diesem Link könnt ihr nämlich Sofatutor 30 Tage kostenlos testen und bekommt im Anschluss 60% auf alle Lernpakete. Also testet es ruhig aus mit euren Kindern. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir können es euch empfehlen. So, ich räume jetzt hier mal diese Schmuckding ein. Ja, mal gucken. Ich habe jetzt nicht so viel Schmuck, deswegen habe ich hier so ein paar Sonnenbrillen. Gürtel besitze ich auch nicht viel, trage ich nicht so oft. Hier sind so meine von den Taschen, die Henkel. Das habe ich jetzt reingemacht. Ja, mache ich jetzt so ein bisschen ein paar Sachen rein. Ich habe mir gerade, dass ich überhaupt gar keine Ohrringe besitze. Ne? So, ich habe meine Ohrringe, die in meinen Ohren drin sind, und die sind da drin. Die werden nicht gewechselt. Ja, ich glaub, das war's, ne? Was hier jetzt noch übrig geblieben ist, ist einmal meine Kopftuchschublade. Die räume ich jetzt einmal aus. Da muss ich jetzt auch einmal radikal aussortieren. Da können auch gleich nochmal die Mädels gucken, was die davon haben möchten. Aber hier kommt jetzt sehr, sehr viel weg. Also das alles kommt weg.
das alles trage ich gar nicht. Also meine Hauptkopftücher, was ihr auch immer meistens seht, sind ja immer diese Jersey-Tücher. Ich finde die einfach am bequemsten. Das sind wirklich meine liebsten Tücher. Jetzt, wenn es mal ein bisschen schicker sein muss, auch so ein bisschen glänzenderer Stoff. Ich lasse noch ein paar von diesen, ja, eleganteren Tüchern. Manchmal braucht man die, also sowas hier. Ja, solche Farben auch zum Beispiel trage ich gar nicht mehr. Ich bin echt schon so eher in den Neutraltönen. Da unten habe ich meine Pyjamas eingeräumt. Da waren ja vorher meine ganzen T-Shirts. Die sind jetzt hier. Hier habe ich jetzt meine T-Shirts hingemacht. So sehe ich das jetzt viel besser. Finde ich viel, ja, viel praktischer, dass ich die hier habe. Meine langärmeligen Oberteile hier hin. Aber ich zeige euch gleich nochmal im Ganzen. Genau. Boah, guck mal, der Boden ist hier auch Dings eingestürzt. Mal gucken, ob er das reparieren kann. Meinst du, die Mädels wollen von den Tüchern? Nee, ne, auch nicht. Also können die, das kann direkt komplett einmal weg. So eine. Die sehen fast alle gleich aus, ne? Wenn du jetzt so guckst nebeneinander. Wa? Nee. Naja, aber es ist halt ein kleiner Unterschied, ne? Ganz gleich sind die nicht. Nude-Töne, das sind so die Töne, die ich am liebsten trage. Okay. So, ich habe immer so vorne immer das, was ich dann am meisten trage und dann... So, guck mal, ja, so, siehst du, das sind die nicht mehr gequetscht. Also hier bin ich jetzt richtig radikal, weil wie gesagt, trage ich vieles nicht und hier ist auch wirklich, ich würde sagen, mehr als die Hälfte Kopftücher, die ich eher zugeschickt bekommen habe oder ja, wegen Kooperationszwecken sich angesammelt haben, zu Werbezwecken und so weiter. Und das ist echt viel. Was ist denn das hier für ein Kopftuch? Oh, das ist schön, wenn man dann mal eben ja, ein schönes Kleid hat für eine Hochzeit oder irgendwas, dann braucht man auch mal sowas, ja, glänzenderes, schickeres. Na, das trage ich jetzt nicht im Alltag, weil erstens bin ich zu faul zum Bügeln und zweitens, ja, rutschen die dann auch immer, sind nicht so bequem. Ich bin da halt immer so eher aufs Bequemliche. Deswegen lieber meine Jerseys. Aber ja, es gibt auch so Systeme, wo man die Kopftücher schön aufhängen kann. Also wirklich so, wo man die so auf den Bügel hängt oder auf so einen Haken, dann zerknittern die auch nicht so. Aber da habe ich jetzt auch keine Lust. Dann würden die an der Wand hängen, da würden die auch so einstauben. Mir ist das lieber, als dass die in der Schublade sind. Ich habe so hier schon mal einen Haufen, wo ich weiß, das wollen nicht mal die Mädels. Und bei dem Haufen können sich die Mädels nochmal durchgucken, ob die was wollen. Guck mal. Also wirklich, ey. Das ist einfach dreimal die gleiche Farbe. Aber... die Stoffe sind unterschiedlich. Okay, dann weiß ich, dann lasse ich den und die können weg. Also wirklich. Ich sortiere die gleich nochmal nach Stoff. Sollen wir die nach Stoffen sortieren oder nach Farbe jetzt da unten? Soll ich hier nochmal durchgehen? Das sind so meine ganzen Unterkopftücher, was man halt so braucht. Ein paar Sportkopftücher oder Schwimmtücher, nenne ich sie jetzt mal. Dann habe ich noch sowas wie so... so Ärmel, guck mal, was es nicht alles gibt, ne? Falls mal irgendwie ein Oberteil zu kurz ist, dann packst du dir einfach mal einen Ärmel drunter. Ich glaube, das lasse ich jetzt einfach mal so.
wäre super sittig. Oh ja. Ich bin jetzt mit dem Aussortieren und Neu-Einräumen von den Kleiderschränken fertig. Das hat mir mein Leben genommen, 3 Tage lang. Was war das? Jetzt weiß ich wirklich, warum ich so lange getrödelt habe, das zu machen. Das war wirklich eine Aktion. Ich bin sowas von K.O. Ich habe sowieso voll den schlimmen Muskelkater vom Sport und dann wirklich so von morgens bis abends dann noch hier die ganze Zeit beschäftigt gewesen. Ich kann nicht mehr. Ich habe 7 ganze Bananenkartons Sachen aussortiert. Die Mädels haben richtig viel genommen. Also die Mädels haben so viel genommen, das wären auch ungefähr 3 Kartons voll. Ne? Also es ist wirklich sehr viel und trotzdem, muss ich sagen, sehen die Schränke voll aus. Also ich hätte jetzt wirklich erwartet, dass wirklich sehr, dass es so sehr leer aussehen wird. Aber nee, es ist immer noch viel und daran habe ich gemerkt, wie einfach jeder einzelne Schrank, jede Schublade, die waren ja also wirklich so gequetscht, bis nichts mehr reingeht, so voll war alles. Jetzt ist es so, es ist gefüllt, aber es sieht ein bisschen normaler aus. In dem Ausziehfach habe ich einfach komplett meine Fitnessklamotten reingemacht, auch jetzt schön griffbereit, alles, also das ist perfekt. Oben habe ich meine Taschen, auch da habe ich radikal aussortiert. Ich bin ja jetzt nicht so eine Person, die sehr viel ihre Taschen nonstop wechselt. Ich habe so meine, sag ich mal, 2, 3 Lieblingstaschen und da wechsle ich. Ansonsten, ja, brauche ich nicht so viele. Ja, das ist die Seite. Ich habe euch jetzt auch gar nicht so viel mitgenommen beim Einräumen, weil ich, wie gesagt, bin nicht so die Expertin. Ich denke, da gibt es wirklich bessere Methoden. Ich müsste mir mal vielleicht ein paar Videos anschauen. Das gibt ja dieses System Marie Kondo. Kennst du das? Heißt es so? Marie Kondo oder so? Ne? Da gibt es ja, glaube ich, auch Videos. Müsste ich mal nochmal reingucken. Falls ihr nochmal andere Tipps habt, vor allem so hier mit diesen Bereichen, wie man da am besten die Sachen so einräumt, dann schreibt es sehr, sehr gerne in die Kommentare. Aber wie gesagt, ich habe jetzt einfach das Beste draus gemacht. Hier eben meine Pullis, also so Sweatshirts, ja, Sweatshirts würde ich sagen, und Jogginghosen. Und da meine ganze Unterwäsche. Und dann geht es hier weiter. Ja, hier habe ich jetzt so meine ganzen Blusen und Langarmoberteile. Hier die T-Shirts, also das war ja eigentlich wirklich sehr, sehr viel. Wenn ich jetzt halt so machen würde, ist halt immer noch Platz sozusagen. Davor war das halt wirklich sehr, sehr vollgestopft. Ja, hier die T-Shirts, dann jetzt eben ist dazu gekommen diese Schmuckschublade. Ist vielleicht gar nicht so nötig, aber ich meine, den Platz habe ich jetzt einfach mal ausgenutzt. Ist eigentlich ganz gut, weil vorher meine Uhren und so, die waren auf so einem Ständer und haben draußen gestanden und dann haben die mal so eingestaubt. Denke ich, ist hier ein bisschen besser. Ja, Kopftücher, richtig schön jetzt. Nichts mehr gestopft. Ich sehe viel besser alles. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und unten habe ich meine Pyjamas hingemacht. Ich sehe auch jetzt alles, was ich in den Schränken habe. Und der letzte neue Kleiderschrank, der Korpus, war wirklich gut, dass ich das so gemacht habe. Einfach nur mit den Kleiderbügeln hier oben und hier unten. Also das ist schon sehr voll wegen den Pullis, muss ich sagen, weil Blazer sind ja auch ein bisschen breit. Aber ist in Ordnung. Und hier meine Röcke und Hosen, das ist wirklich perfekt. Ich sehe wirklich, was ich alles habe. Also besser geht's nicht. Und das Billy-Regal hat hier perfekt reingepasst. Also wirklich, wir konnten es perfekt reinschieben. Ich dachte, vielleicht müssen wir unten die Leiste oder so abschneiden. Aber nein, es hat perfekt hier reingepasst. Auch oben ist es eigentlich so 1 Zentimeter höher als der Schrank. Aber stört gar nicht. Und hier habe ich jetzt endlich meine Bücher einsortiert. Ich habe es auch so ein bisschen so, damit es nicht ganz so kunterbunt ist, ein paar Bücher umgedreht. Ja, kann man so machen. Finde ich richtig schön. Also der ist ein bisschen so, wird ein bisschen abgedeckt so von der Gardine. Finde ich jetzt nicht schlimm. Eigentlich am anderen Ende würde es optisch besser aussehen, sage ich jetzt mal. Aber wir hätten jetzt nicht die ganzen Kleiderschränke schieben können. Finde ich jetzt aber nicht schlimm. Ich finde das jetzt sehr, sehr schön, die Ecke hier. Ja, jetzt geht's ans Putzen. Ihr seht ja, ne, die ganze Zeit vom Auf- und Zumachen. Einmal den Schrank von außen jetzt nochmal wischen. Teppich weg, Gardinen ab, saubere neue Gardinen rauf, Fenster schnell putzen. Bettwäsche wechseln, überall Staub nehmen und dann bin ich sowas von happy und sowas von erleichtert, obwohl es mich jetzt so viele Tage, so viel Kraft gekostet hat, dieses Zimmer zu machen, beziehungsweise diesen Kleiderschrank. Ich bin wirklich fix und alle. Den Teppich jetzt hier abzumachen, wird jetzt auch nochmal eine Action. Und den neuen Teppich wieder da drunter schieben. Okay, let's go. Thank you.
Check den immer. Hadi. Checken. Checken çocuklar. Ha, tamam. So, biraz daha yaklaştır. Oh! So, jetzt wieder kippen, runter kippen. Jetzt auf den Boden. So, jetzt anheben. Komm. So. Check weiter. Du musst ein bisschen zurückgehen. Und jetzt komplett durch. Halt. So, Hikmet hat mir hier jetzt das Plissé Rollo oder wie man das nennt, angemacht. Ja, finde ich hübscher so, weil diese Fenster, ich habe das geputzt, aber das hat so innen, habe ich schon mal erklärt, ne, das ist so ein altes Bausystem. Das sind so innen zwei Scheiben, das kann man auch nicht aufmachen und innen sind die so fleckig, keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall. So sieht das besser aus. So, jetzt kommen die neuen Schals ran. Auch wieder ein Grünton. Ich finde es ja voll schön, wenn man ein dunkles Schlafzimmer hat. Am liebsten hätte ich noch hier die Wand gestrichen. So einen dunklen Ton. So alles so. Ich finde das so schön. Normalerweise mag ich generell in der Wohnung alles hell. Aber so Schlafzimmer finde ich schön, wenn alles so dunkel ist. Deswegen so der dunkle Teppich, das dunkle Bett. So die dunkelgrünen Schals. Das fände ich süß so. Statt die zu bügeln, mache ich die immer mit diesem Dampfding. Obwohl, eigentlich sehen die auch gut aus zerknittert, weil das sind so eine, die sind so in Leinoptik, ne? Ja, die sehen eigentlich gar nicht so schlimm aus. Ja, also. Soll ich es so lassen? Die sollen ja eigentlich so aussehen, ne? Ich würde es lassen. Aber so ein bisschen vielleicht so ein bisschen diese gröberen Falten. Okay. Tofu. Ja, du willst da gar nicht rauskommen. Okay. Ich habe hier gerade auf meinem Bett gesessen und mit meiner Mama gesprochen und
als ich in diese Richtung geguckt habe, ist mir plötzlich eine Idee gekommen. Weil ich fand irgendwie, hier ist so ein bisschen ein Stück freie Wand. Ne? Bei der anderen, die Ecke ist ja zu wegen den Schränken. Und dann, ich habe schon einen Nagel drin, guck mal, was ich auf die Idee gekommen bin. Schaut mal, wie schön das aussieht. Jetzt die Ecke. Bisschen schief. Bisschen schief. Der ist doch cute, ne? Passt voll mit dem grünen Ton. Richtig süß. Gefällt mir. Ich bin fertig. Alhamdulillah. Gott sei Dank. 4 Tage meines Lebens hat mich dieses Zimmer gekostet. Aber ich bin froh. Es ist fertig. Es ist ordentlich. Es ist sauber. I'm happy. Und nächste Woche geht's weiter. Entweder fange ich mit der Küche oder dem Wohnzimmer an. Muss ich mal gucken. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis bald.